Bubus, das war die letzte Folge von Karakaya Talk hier auf diesem Kanal in dieser Form. Ich will mich von euch verabschieden. Ja! Ihr habt es bestimmt mitgekriegt. Ja, ich weiß, ich bin spät dran. Aber das Aufklärerische und das sich dem Wohle der gesamten Menschheit in besonderem Maße verpflichtete Qualitätsformat von YouTube, Karakaya Talk, ist seit letzter Woche überraschend eingestellt worden. Das hat uns die gute Esra Karakaya schmerzlich in ihrem letzten Video mitgeteilt. Esra, eine junge Aufklärerin und gesellschaftskritische Prophetin des Funkordens, die uns, seitdem wir sie kennen dürfen, uns täglich daran erinnert, dass wir ein weißes, sexistisches, fremdenfeindliches, intolerantes Volk sind, das das simpelst zu benennende Problem hat, dass unser gesamtes hier errichtetes System an sich zutiefst rassistisch ist. Dass das System selbst hier eigentlich alle Menschen vor dem Gesetz gleichstellt, das ist jetzt für dieses Urteil nicht so wichtig. Und ja, ich weiß, dass meine Reaktion gerade eben vielleicht ein bisschen unangemessen war. Daher möchte ich auf diese bestürzende Nachricht noch einmal ein bisschen angemessener reagieren. Warum müssen die qualitativ hochwertigen, informativen und höchstwertigen Sendeformate, ohne die wir nicht leben könnten? Warum muss das, was unseren Lebenswillen gestärkt hat, unseren Lebenswillen gestärkt und unsere Nerven abgehärtet haben. Warum muss man uns denn auch wirklich nach und nach eins nach dem anderen nehmen? Zuerst Reik, dann die Datteltäter und auch noch da. Oh Gott. Wie blutet das? Warum muss auch immer alles gleich bis zum Äußersten gehen? Wenn ihr euch wieder erholt und eure Tränen getrocknet habt und wieder auf eurem Stuhl sitzt und gefasst seid. Ich weiß, es ist ein harter Schlag. Aber wenn ihr wieder könnt, dann würde ich gern mit euch einen Artikel von der Seite des NDR durchlesen, der am Beginn Karakayas einzigartiger Erfolgsstory stand. Wir dürfen hier einfach auch nicht vergessen, dass trotz des raschen Endes dieses Formats Karakaya Talk, Karakayas herausragenden Moderationskünste und sonstigen Künste, für den Grimme Award nominiert sind. Von einer Verleihung dieses Preises will ich allerdings dennoch dringend abraten, da die Verleihung eines Grimme-Preises für dieses Format garantiert den Tatbestand der Störung der Totenruhe erfüllen wird. Frischer Wind im Talkshow-Dickicht. Wer bei Esra Karakaya am Tisch sitzt, dessen Stimme wird sonst nur selten gehört. In ihrer Talkshow werden Themen zwischen Pop und Politik ganz neu beleuchtet. Lustig, stolz und authentisch. Wer mit Esra Karakaya am Talkshow-Tisch sitzt, der beweist entweder, dass er noch nichts gegessen hat, oder aber schon durch andere Unterhaltungsspezialisten von Funk, etwa den Datteltätern, abgehärtet wurde. Gewissermaßen eine Guckimpfung. Und dass die Stimme und die Meinung derer, die ihre Gäste sind, in den Medien selten auftauchen würden, kann auch wirklich nur derjenige behaupten, der ausschließlich Bild liest.
Themen wie Rassismus und Co. sind Dauerthema auf vielen Sendern und hysterische Gesellschaftsallergiker, wie sie da auch am Talkshow-Tisch hocken bei ihr, die an jeder Ecke angebliche Rassisten und das Patriarchat und den bösen weißen Mann sehen. Solche haben wir genug. Dass Karakaya ihre mangelnde Kompetenz aber zumindest authentisch dem Zuschauer vermittelt, da will ich nicht widersprechen. Darüber, ob sie lustig ist, darüber kann man streiten, weil ich bezweifle ernsthaft, dass die Sicherheitskräfte am Flughafen und Polizisten es auch lustig finden, wenn sie von ihr als notgeile Rassisten dargestellt werden, weil sie es gewagt haben, ihr Kopftuch abzutasten oder sie überhaupt abzutasten. Okay? Richtig überambitioniert, ha? Sie denken, sie sind so Beauftragte vom Universum. Nicht Captain America, sondern Captain Berlin und Captain Tegel. Im Namen des Flughafens werden wir dich bestrafen. Guck mal, das Beste ist, ich näher mich diesem Metalldetektor und dieses Eye-Catching geht die ganze Zeit weiter. Frau mit Kopftuch hat geblinzelt, sie macht Protokoll. So, okay, Janni, die Leute vor mir sind durchgelaufen, ich bin dran, ich laufe durch den Metalldetektor. Natürlich kommt ein Geräusch, war ja klar. Und ich höre nur, wie der Typ, der Kontrolleur, der Erste, er sagt nur, ja, ganz stark. In meinem Leben, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der sich so gefreut hat, dass ein Metalldetektor ausgeschlagen hat. Ich bin gestorben. Ich stand mir so, Ulan, ach, tut mir leid, dass mein BH-Bügel deinen Metalldetektor nervös macht. Ha. Ich schwöre, was soll ich machen? Captain Berlin, ich gucke in seine Augen, ich schwöre, seine Augen, sie glitzern. Das sind die glücklichsten Augen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich schwöre, man denkt, er hat gerade geheiratet, so glücklich. Ich weiß nicht mehr, ob sie Handschuhe anhat, aber sie geht einfach nur rein, sie gräbt. Hätte nur noch gefehlt, dass sie so ein Dings macht, so. Muslimisch Jackie Chan. Muslimisch Jackie Chan. Ich hab dich. Zeig mir deine Waffen, wo bist du? Wir sind die Guten, Kritiker müssen bluten. Unsere Moral kennt keine Gnade. Wart ihr bis heute noch brave Leute? Nun seid ihr alle nur noch Faschisten. Ein kleiner brauner Nazi steht draußen am Balkon. Holdadi, holdada, sieg heil ho. Und dieser kleine Nazi, das ist ein Hurensohn. Holdadi, holdada, sieg heil ho. Und wenn ein kleiner Wicht uns wo widerspricht, dann zücken wir die Keule, denn das gehört sich nicht. Jede Woche lädt Esra Karakaya auf YouTube Menschen auf einen Chai ein, die für gewöhnlich in der deutschen Medienlandschaft entweder nicht zu Wort kommen oder nicht gehört werden. Nicht nur eine, sondern mehrere Stimmen sprechen über ein Thema, das für die verschiedenen Communities relevant ist. Karakaya Talk ist lustig, stolz und empowernd, so wie die Gäste, die am Tisch sitzen. Wahnsinnig komisch! Entnervend trifft's eher. Das mit dem hier vom NDR versprochenen Humor in der Sendung will ich aber hier der Fairness halber mal auf zwei verschiedene Art und Weise interpretieren, die hier gemeint sein könnten. Möglichkeit 1, entweder meint der NDR wirklich, dass es humorvoll und lustig ist, wenn man in dieser Talkshow in Dauerschleife Millionen Bürger pauschal als Rassisten, Patriarchen und sonstige Unmenschen diffamiert und sich deren Dauergeheul anhört. Oder aber es ist alles gar nicht so gemeint und der NDR will dem Zuschauer hier einfach nur sagen, dass die Zuschauer viel Humor beweisen, wenn sie sich den Talk geben. Ich tippe aus Höflichkeit auf Letzteres. Was denkt ihr? Hand aufs Herz. Wie viele Talkshows gibt es, in denen man sich nicht ständig gegenseitig ins Wort fällt oder anschreit? Und Menschen nicht über eine Realität diskutieren, von der sie maximal entfernt sind. Bei Karakaya Talk gibt es weder Blabla noch Klugscheißer-Modus, dafür aber Authentizität statt Überheblichkeit, sagt Esra über ihr neues Format. Hand aufs Hirn! Wie viele Talkshows im Fernsehen gibt's, wo nur ausgewählte Gäste pro Runde fast immer einer Meinung sind und sich dann gegenseitig in der
sogenannten Diskussion den Rücken tätscheln und sich in ihrer bereits gebildeten Meinung nur noch gegenseitig bestätigen. Wie viele Talkshows dieser Art haben wir im Fernsehen? Ha? Und was soll das heißen? Es gibt bei uns dafür keinen Klugscheißer-Modus und stattdessen Authentizität statt Überheblichkeit. Als ob die Leute, die in den anderen Talkshows sitzen, nicht irgendwie authentisch sind. Ich meine, so viel Scheiße, der eine oder andere vielleicht labert, aber ich gehe davon aus, dass er das wirklich im Kopf hat, was er sagt. Und zu sagen, bei uns gibt's keine Überheblichkeit, ist gerade bei eurem Format eine... Dann rechne ich fest damit, dass sie morgen ein Video hochlädt, in dem sie uns erklärt, niemand ist so bescheiden und selbstlos wie ich. Mir gefallen die üblichen Krawalltalks auch nicht. Shows, wo standardmäßig Politdarsteller dreier verschiedener Parteien, normalerweise repräsentiert durch ein paar Intellektuelle und Anton Hofreiter, sowie der Quotenpopulist anwesend sind, den sie kurz vor Drehbeginn dann immer aus dem Requisitenlager ins Studio rollen, nachdem sie ihn aufgetaut haben. Und nachdem dann alle Kameras aus sind, wird die Luft rausgelassen, und er wird in der Kiste verstaut und ins nächste Studio rübergekarrt. Auch in keiner Talkshow fehlen darf der obligatorische Quotenpromi, der da ist, dann um sein aktuelles Buch vorzustellen und nicht etwa, weil er wirklich was Wichtiges zu dem Thema zu sagen hätte. Und diese Talkrunden mögen zwar auch ergebnislos sein, da die Gäste sich dort 75 Minuten lang mit publikumswirksamen Phrasen verprügeln und Statistiken um die Ohren hauen, bis einer weint. Aber immerhin hört man bei diesen herkömmlichen Talkformaten verschiedene Meinungen zu einem Thema und der Zuschauer kann sich hier mit verschiedenen Standpunkten der Gäste auseinandersetzen. Etwas, was bei ihrem Talkformat nicht der Fall ist. Ja, Esra, es ist ein wahres Wunder, dass es das bei euch nicht gibt, dass sich Leute, die auf Krawall gebürstet sind, sich gegenseitig ständig ins Wort fallen und fertig machen, wenn man sowieso immer nur mit Gleichgesinnten zusammenhockt. Von dieser Art und Weise, sich mit Themen auseinanderzusetzen, lebt die Demokratie. Mehr Diversität und Respekt im Talkshow-Business. Als Host schafft Esra es, die schwierigsten Themen zwischen Pop und Politik anzusprechen und lässt dabei alle zu Wort kommen. Mitdiskutieren ist ausdrücklich erwünscht. Nur der wichtigste Gast darf am Tisch nie fehlen. Respekt. Während sich die Bundesrepublik seit Jahren Diversität in den Redaktionen wünscht, ist die Redaktion von Karakaya Talk schon weiter. Wir surfen nicht auf der Diversity-Welle. Wir haben uns schon freigeschwommen. Tja, es wurde wohl nichts mit dem Freischwimmerabzeichen. Aber vielleicht ist ja der Grimme Award ein würdiger Ersatz. Wenn man den Begriff Diversity hier wörtlich nehmen würde und auch in Bezug auf die Inhalte der Sendung anwenden würde, dann wäre aufgrund des ziemlich homogenen, voreingenommenen und in sich geschlossenen Weltbilds der ganzen Talk-Teilnehmer dort divers der letzte Begriff, mit dem ich Karakayas Geschwätz verbinden würde. Trotzdem will ich mal nicht so sein und ihr trotzdem viel, viel Glück beim möglichen Grimme Award, welche ihr jetzt nun posthum verliehen werden könnte, wünschen. Und den guten Adolf Grimme bitte ich an der Stelle, sich vorsorglich um einiges tiefer weiter nach unten zu graben. Einige Meter weit weg von der Oberfläche. Nur zu seinem Besten. Aber wenn ein Grimme Award der Preis ist, dafür, dass wir sie endlich los sind, dann soll sie ihn auch bekommen. Das ist jetzt erstmal so ein Ende, aber ich sag mal so... Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Ich komme wieder. Keine Frage. Ich komme wieder. Keine Frage.
Das nehme ich als Drohung. Ich will jetzt hier eigentlich mit diesem Video enden, Leute, aber mir fällt diesmal kein passendes Schlussfazit zum Artikel ein. Besser hätte ich es nicht sagen können. Dann wünsche ich euch noch schöne Tage und wenn alle Stricke reißen, kann man sich immer noch aufhängen. Und möge Ezra Karakaya mit euch sein.